Hey, willkommen zurück zu Harvest Island, Folge 4. Und dieses Spiel schafft es immer wieder mit der Musik, mich in einen sicheren Hafen zu locken, sag ich mal. Achso, wir haben keine Kiffernetz, das stimmt, ja. Weil die Musik hier, die klingt so unschuldig und so schön und als würde niemals irgendetwas Schreckliches passieren können. Aber ich bin mir sicher, es wird ganz furchtbar schrecklich werden. Die Frage ist nur, wie, wann und wo? Katzenhaare? Katzenhaare. Lecker. Die sind aber auch überall gerade, ne? Okay. Geht's hier nochmal lang? Hier geht's auch nochmal lang. Bin mir gerade schon wieder gar nicht mehr sicher, wo ich eigentlich genau hin wollte, aber wir waren hier noch nicht, also. Oh, was haben wir denn hier? Pass es nicht an! Ich frage mich, wo sie hergekommen ist. Fass es nicht an. Okay. Wahrscheinlich will es uns beschützen. Das sind wahrscheinlich die Götter, die nur helfen wollen. Die uns nur helfen wollen, Will. Will. Die Götter sind auf unserer Seite, Will. Es kann gar nichts Schreckliches passieren, Will. Will, wir sollen den Göttern ein Opfer darbringen und ich sehe hier niemanden außer dich. Ist das die Brücke? Ne, das ist eine andere Brücke. Ich dachte, das wäre die Brücke, die westlich vor unserem Haus ist. Darunter sind keine Würmer. Ich nehme einfach mal alles mit, was ich finde gerade. Man kann ja nicht genug Stuff haben. So, hier ist noch ein bisschen Baumwolle, da ist noch ein Holz. Und eine weitere kaputte Brücke, die wir bestimmt reparieren können. Irgendwann. Okay. Dann gehen wir jetzt tatsächlich mal nach Harvest Island. Ich weiß gar nicht, ob die gesamte Insel jetzt, auf der wir sind, also auch da, wo unser Haus steht, Harvest Island ist oder ob nur die Insel im Norden Harvest Island genannt wird oder ob ich hier gar keine Ahnung von irgendwas habe und die ganze Zeit alles falsch betitel. Guck mal, hier ist noch ein bisschen mehr Wurm, die wir dann zum Angeln brauchen werden, sobald wir halt in der Lage sind zu angeln. Das heißt, wir brauchen halt eine Angel. Kriegen wir schon noch irgendwie? Was kann ich denn heute tun, um die Götter zu erfreuen? Hallo. 12 Krabben und blaue Seesterne. Ich habe Orange gefunden. Inschrift lesen. Segen. Alle Werkzeuge verbrauchen nur 1 Energie. Das ist ja krass. Orange Seesterne, Dornenkronen Seesterne, blaue Seesterne, Miesmuscheln. Okay. Eigentlich relativ easy, bis auf den Fakt, dass ich halt nicht weiß, wo man einige der Sachen herkriegt. Hi! Will! Will! Unglaublich, der Waschbär ist wieder da. Schau mal, ihre Babys, ich glaube, sie vertraut uns. Ich denke trotzdem, wir sollten den Waschbär zu den Göttern bringen. Nein, das darfst du nicht. Sie hat Babys, sie muss sich um sie kümmern. Von mir aus. Wir können ihn streicheln. Okay. Und wir können ihm Würmer geben. Bitteschön. Mit Frau Rocket Raccoon sprechen. Ich bin froh, dass wir dem Waschbären nicht wehgetan haben. Ich bin auch froh darüber. Wieso klingst du da nicht so? Weil es viel Arbeit war, ihn zu fangen. Sei froh, dass wir den Waschbären nicht zu den Göttern bringen mussten. Bin ich ja. Nächstes Mal erzähle ich Papa einfach, dass wir den Göttern kein anderes Geschenk bringen konnten. Und dann werden wir zu den Göttern geschickt. Mein Rucksack ist voll. Da ist eine Tür im Boden. Yep, wir sind da und es wird gleich dunkel, also nicht weinen, okay? Okay. Du hattest recht, ich mag diesen Ort nicht. Aber ich habe ja auch keine weitere Münze, ne? Was ist das? Ich weiß es nicht, aber ich werde Papa danach fragen. Ich glaube, es wäre besser, wenn wir Papa nichts hiervon erzählen. Was? Warum? Vielleicht weiß er, was das hier ist. Ich glaube einfach, dass es keine gute Idee ist. Warum nicht? Der wird uns ja wohl nicht anschreien, nur weil wir diesen Ort hier gefunden haben. Ich weiß nicht, all diese Sachen sehen gruselig aus. Du wolltest hierher kommen und jetzt denkst du, wir sollten es einfach ignorieren. Ja. Ich verstehe dich nicht, das ergibt keinen Sinn. Wenn ich etwas Gruseliges finde, dann lasse ich es einfach in Ruhe, dann passiert niemandem etwas. Es wird auch so niemandem etwas passieren, dieses Ding tut uns nicht weh. Ich werde trotzdem Papa danach fragen. Muss das sein? Ja, was ist los mit dir? Ich dachte, du hättest vor all dem hier Angst. Habe ich auch. Ich glaube einfach nur, dass wir es in Ruhe lassen sollten. Ich habe ein ungutes Gefühl. Was auch immer. Lass uns einfach nach Hause gehen. Wir haben keine Gnademünze. Jupp.
Also gehen wir wieder. Okay. Was haben wir jetzt alles dabei? Wir haben hier eine Menge Krabben, Kastanien, Stöcker, Seesterne. Wir können noch ein bisschen rumgucken. Wir haben noch ein bisschen Energie. Nicht viel, aber zumindest etwas. Wir können noch ein paar Krabben sammeln. Habe ich noch irgendwelche anderen Quests, die ich gerade abschließen kann? Frag Papa nach dem riesigen Metallding. Alles klar. Fange westlich seines Bauernhofes 2 Seeforellen für Papa. Okay, baue einen Steg. Baue an der Küste einen Steg. Habe ich doch gemacht. Das habe ich doch schon getan. Am Start ist eine Tür am Boden. Wo führt sie hin? Finde einen Weg hinein. Haben wir nicht geschafft. Die erste Saat. Gib den Göttern auf der Insel dein Erntegeschenk. Jetzt haben wir 5 Äpfel für Papa. Stimmt, stimmt, stimmt. Da sind wir auch noch dran. Wir nehmen einfach mal alles mit, was wir gerade mitnehmen können. Irgendwann werden wir es schon brauchen. Mein Rucksack ist voll. Mein Rucksack ist voll. Ein Sanddollar. Orange. Ich weiß nicht, ob die zur anderen Tageszeit andere Farben haben, die Seesterne. Oder ob wir wo ganz anders hin müssen. Vielleicht müssen wir auch blaue Seesterne mit der Angel fangen. Ich weiß es nicht. Vielleicht kriegen wir ein Fischernetz. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Und alles, was ich sehe, eben looten. Und dann in die Kiste verbannen. Und dann... Ich bin zu müde, um zu rennen. Ach, du armer, armer Knilch. Na, dann gehen wir halt ganz langsam. Gehen wir ganz langsam zurück zu Fatih, der uns bestimmt niemals etwas antun würde. Nicht wahr, Fatih? Nein, Kinder, das würde ich nö. Okay. Blaue Seesterne habe ich nicht. Also Schnellreise. Ach, das ist ja cool. Das ist ja cool gemacht. Das mag ich sehr gerne. Das ist voll smart. Da liegt ein Apfel. Da liegt ein Erbsen. Den nehmen wir mit. Mein Rucksack ist voll, den nehmen wir nicht mit. Ich hab so viel random stuff. Kann ich den Göttern noch ein Opfer darbringen? Für irgendwas. Ja! Gib mir meine Gnade! 900! Und maximale Energie. Jesus! Aber wir müssen... Wir müssen die Ernte gießen. Ich bin zu müde. Na gut, okay. Pass auf. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Equipment entfernen. Dann lagern wir erstmal unser Zeug ein. Machen uns ein bisschen was zu kochen. Beziehungsweise kochen uns ein bisschen was. Und dann können wir immer noch unseren Quatsch machen. Ganzen Seesterne einlagern. Sanddollar einlagern. Segel, Muschel, Strandwürmer. Brauche ich alles nicht. Rest können wir mal... Mist brauche ich jetzt gerade auch nicht. Bin zu müde, um zu rennen. Ja, 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 ja. Will, ich mache ja schon. Muss dich halt mal kurz ein wenig gedulden. Gedünstete Krabben. Wir machen einfach mal 20 Stück. Und dann... Ach ja, guck mal. Das sollte eigentlich reichen erstmal. Ich will nicht zu viel futtern, weil ich jetzt eigentlich gleich mal kurz pennen will. Ich hoffe, das wächst langsam mal. Wir wollen ja die erste Saat einholen. Die erste Ernte einholen, meine ich. Nicht die erste Saat, das wäre Quatsch. Ist ja dumm, sowas zu behaupten. Aber guck mal, hier sind auch gerade zufällig 6 Äpfel am Boden. Vater! Ich komme, um dich zu beschenken. Der Steg ist fertig, Vater. Der Steg ist fertig. Es hat eine Weile gedauert. Ich weiß. Ich möchte, dass du 2 Meeresfische für mich fängst. 2 Meeresfische? Es ist eine Fischart, die du vom Steg aus fangen kannst, aber du musst dafür größere Köder verwenden. Oh ja, ich erinnere mich daran, wie du geangelt hast und kleinere Fische als Köder verwendet hast. Ja. Du musst zuerst einen kleineren Fisch vom Strand aus fangen. Am besten eine Makrele. In unserem Beispiel für die Opferung an die Götter seid ihr beide, du und deine Schwester, die Makrelen. Damit sollte es einfach sein, einen Meeresfisch zu fangen. Okay. Okay, haben wir noch nicht mal eine Makrele? Ich habe noch nicht mal eine Angel.
Sag mal, Vater, warum ist denn da eigentlich ein riesiges Loch im Strand? Papa, in der Nähe der Götterstatue ist ein riesiges Loch im Untergrund. Was? Ein riesiges Loch? Ein Krater? Geht es dir gut? Ja, ich glaube nicht, dass es ein Krater ist. Ich bin hineingegangen und habe dieses riesige Metallding gefunden, das größer ist als ich. Es sieht so aus, als hätte dort jemand gewohnt. Was hat das riesige Metallding gemacht? Nichts, aber es ist so hell wie die Sonne. Ich habe es auch schon Samantha gezeigt. Das ist sehr interessant. Weißt du, was das ist? Leider nicht. Es klingt harmlos, aber ich will nicht, dass du dorthin zurückgehst. Das Loch kann einstürzen. Aber ich habe immer noch nicht herausgefunden, warum dieses Ding da war. Ich will wissen, wer dort gewohnt hat. Und was, wenn es über dir einstürzt? Hör zu, Will. Ich will nicht, dass du wieder dorthin gehst. Ich will aber wissen, warum es dort unten ist. Ich habe keine Lust, dir wieder einen Vortrag über Sicherheit zu halten. Ich will nicht, dass du dort unten herumspringst. Verstanden? Ja, okay. Ich werde herausfinden, warum dieses Metallding hier unten ist. Ja, aber dafür werden wir wahrscheinlich erstmal eine Gnademünze brauchen. Ich glaube, wir sollten es lieber in Ruhe lassen. Vater, ich bringe dir Äpfel. Jetzt fängt der Schlagbohrer wieder an. Hört man, glaube ich, nicht im Video, aber trotzdem nervig. Hier sind die Äpfel, Papa. Und jetzt? Jetzt brauche ich 10 Äpfel. Was? 10? Wofür brauchen wir nochmal 10 Äpfel? Das sage ich dir dann. Komm schon. Seht ihr, Beschäftigungstherapie, ich hab's euch gesagt. Okay, dann gehen wir jetzt mal schnell eine Runde pennern. Beziehungsweise, ich kann da noch was craften. Ach nee, ich brauche Energie zum Craften. Ah. Was kann ich denn craften? Wir könnten uns noch ein paar Leitern machen. Dafür bräuchte ich noch ein paar Schnüre. Fischernetz, Angel, Schnur. Habe ich nicht Baumwolle unendlich dabei? Ja, hier, guck mal. Ne, 4. Wieso sind da nur 4 drin? Wieso habe ich nur 8 Baumwolle? Was ist mit mir los? Ach, wir haben auch noch Schnur. Aha! Wir haben auch noch Wolle. So. Das sieht schon besser aus. Wir basteln uns jetzt also noch eine Angel. Und dann machen wir uns... Eine Schnur und dann eine Angel, genau. Das ist schon vorweggenommen. Hahaha. Ich werde es nicht in den Ozean werfen. Dort kann es viel Schaden anrichten. Ach, süß. Nein, das schmeißen wir nicht da rein. Schlingenfalle. Okay, bauen wir eine Karotte. Käfernetz. Brauchen wir Schnüre. Ich habe aber nicht genug Baumwolle für so viele Schnüre. Krabbennetz, mysteriöser Samen. Dafür brauche ich Mist. Lass ihn uns einfach einpflanzen und sehen, was daraus wächst. Das können wir machen, wenn wir unsere erste Ernte eingeholt haben. Für die Küche brauchen wir nicht wirklich viel. Das haben wir alles. Ich glaube, Holzscheite fehlen noch. Ah, nee, Bretter fehlen noch. Das könnten wir machen. Was haben wir denn noch zur Auswahl? Upgrades. Truhen-Upgrade, Rucksack-Upgrade. Wolle, Schnur, Eisenerz. Okay. Also, wir brauchen mehr Bretter und mehr Energie. Das heißt, ich penne jetzt einmal. Ist hier nicht mehr. Weizen habe ich noch nicht. Scheunenrenovierung. Entferne das Gerümpel aus deinem Stall, bietet Platz für eine weitere Kuh. Okay, cool. Hundehütte, baue eine Hundehütte und finde heraus, wer dort einzieht. Ich will einen Dogger. Ich will auf jeden Fall einen Dogger. Ich brauche Seile. Jetzt brauche ich Energie. Seil, Scheit, Brett. Ja, nur noch Energie. Das heißt, ich kann jetzt eine Krabbe verputzen. Und dann holen wir uns einen Dogger. Nein, nicht herstellen. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Oh, da ist ein Wauzi. Ich glaube es nicht. Hallo, Wauzi. Na. Du wirst bald einen Welpen bekommen. Also, der steht doch schon vor der Tür. Ja, der sitzt doch da schon. Ein Hund. Komm her, Junge. Pass auf, dass er dich nicht beißt. Das macht er schon nicht. Komm her. Komm her. Braver Junge. Du bist ein braver Junge. Wow. Meinst du, Papa erlaubt uns einen Hund? Ich weiß nicht, der Hund sieht wütend aus. Das ist ein Welpe, die können nicht wütend aussehen. Weißt du, warum er wütend ist? Nein.
weil er dich nicht mag. Hey! Streicheln. Ja. Rohes Fleisch und Steak. Jupp. Nein. 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 Der Typ von Harvest Island ist also ein Final Fantasy VII Fan. Der Hund heißt Red 13. Red 13. Wie in Final Fantasy VII. Ich werde wahnsinnig, Alter. Oh mein Gott, der Entwickler hat sich gerade ein bisschen in mein Herz gebohrt, genau wie der Welpe. Ich werde ihn Red 13 nennen. Was? Wieso denn Red? Und warum 13? Warum nennst du ihn so? Du musst ihm einen guten Namen geben. Red 13 ist ein guter Name. Er ist ein Superhund, der gegen Monster kämpfen kann. Er hat 13 Monster getötet und er frisst immer gerne Fleisch. Deshalb heißt er Red 13. Du bist verrückt. Ich wünschte, ich hätte ein Steak für dich. Oh mein Gott, das ist so cute. I love him. Very happy. Red 13, ich glaube es nicht. Schön. Nickerchen machen. Ruhe ich tagsüber aus, um etwas Energie zu bekommen. Ach, cool. Dann machen wir doch das. Schöner Jingle. Ist jetzt Nacht? Nö, ist immer noch Nachmittag. Okay, das heißt, wir haben also noch mehr zu tun. Kehre zum Loch zurück und finde heraus, warum es dort ist. Ich glaube, das kann ich jetzt spontan nicht. Kann ich noch ein paar Äpfel sammeln? Hahaha, ja, aber sind gerade keine da. Die kaputte Brücke. Fange westlich seines Bauernhofes 2 Seeforellen für Papa. Fange auf dem Steg einen Meeresfisch. Ich glaube, dann machen wir doch das zuerst. Ich habe ja auch Würmer dabei. Und ich habe noch 5 Slots frei. Das ist doch genügend. Keine Ahnung, wie man angelt, aber das finden wir jetzt raus. Wird es bestimmt irgendein Minigame geben. Und dann schließen wir einfach ab. Und dann kriegen wir Fische und dann ist alles tutti. So, was will der schreien von uns? Makrele und Brandungsbarsch. Wo soll ich die Sachen herkriegen? Achso, ich kann jetzt gerade gar nicht angeln, ne? Ist ja... Hahaha. Ja, ist ja Apple, ne? Scheiße. Vielleicht kann man ja dann im Westen gerade angeln gehen. Weil im Westen ist ja auch ein Teich, wo man angeln soll. Oder ein Fluss? Ich weiß gar nicht mehr, wo wir angeln sollen. Würmer. Apfel und Pfirsich. Wir haben keine Pfirsich. Halt! Stopp! Ich brauche Baumwolle. Und zwar jede Baumwolle, die ich finden kann. Weil wir brauchen... Das ist einfach das, was wir am meisten brauchen gerade. Alle Baumwolle. Und alles an Holz. Das heißt, wenn ich Holz sehe, wie hier zum Beispiel, nehme ich es mit. Haben wir ja eh die ganze Zeit dabei. Das heißt, es nimmt uns auch keinen weiteren Slot weg. Hier ist noch ein Stock. Da ist ein bisschen Holz. Da... Ist das eine Möhre? Eine Karotte. Ich werde wahnsinnig. Haben wir geschafft. Will, Hasen. Ja, ganz schön viele. Ich werde sie fangen. Offensichtlich fängst du gar nichts, so wie die weglaufen. Nein, tu ihnen nicht weh. Okay, die laufen direkt vor uns weg. Mist, hier sind keine Würmer drunter. Hier ist eine Höhle. Also du musst wirklich durch den Wald laufen und dich hinter den Bäumen durchringeln. Wow. Will, ich hab Angst. Es ist nur eine Höhle, dir passiert nichts. Ich mag die Dunkelheit aber nicht. Ich war hier noch nie, ich werde reingehen. Will, bitte geh nicht. Folg mir einfach, okay? Okay. Okay. Hier scheint Licht rein. Sind das da? Pilze? Ah, unsere ersten Pilze. So viel zum Thema, ich gehe angeln. Hab mich auch überhaupt nicht ablenken können lassen. Wow, in dieser Höhle ist eine Statue. Was für eine Überraschung. Okay, falscher Moment, um Sarkasmus zu entwickeln, Samantha, aber ist okay. Schauen wir sie uns an. Ungutes Gefühl, ungutes Gefühl, bitte geh weg. Ich meine, wird schon nichts passieren? Warum ist in dieser gruseligen Höhle eine Götterstatue? Ich weiß es nicht. Ich werde Papa mal fragen. Vielleicht weiß er es. Du hast eine neue Schnellreise freigeschaltet. Ey, Seeforellen und amerikanischer Flussbarsch. Okay, das ist aber sehr spezifisch. Schatten sind über dir. Sie sehen dich. Sie beobachten dich. Ernte ist alles. Gnade sei mit uns.
Sieh dir diese Statue an, sie ist völlig überwuchert. Wie kommt eine Götterstatue in diese Höhle? Ich weiß es nicht, aber sieh dir an, was auf ihr geschrieben steht. Es ist total verwirrend. Schatten sind über dir, sie sehen dich, sie beobachten dich. Ernte ist alles, Gnade sei mit uns. Es klingt wirklich verwirrend und sehr gruselig. Was glaubst du, was das bedeutet? Keine Ahnung, wie kann uns ein Schatten überhaupt sehen? Ja, das frage ich mich auch. Es ist einfach verwirrend. Wir sollten nicht mehr daran denken. Ich bin mir sicher, es bedeutet gar nichts. Ja, wirklich komisch, dass die Götter so etwas geschrieben haben. Alle Items, die du sammelst, geben dir plus 5 Gnade. Regenbogen, Stint, Seeforellen, aber keine Schuld. Ich muss Fische fangen. Ich muss angeln, Alter. Ich brauche Fische! Vielleicht bin ich ja hier oben Fische. Da ist ein Loch. Ah, ich habe keine Leiter dabei, oder? Wow, ich glaube, wir könnten da reingehen. In dieses tiefe, dunkle Loch? Ja, ich brauche nur eine Leiter. Ich glaube, ich kann zu Hause eine bauen. Das ist eine sehr schlechte Idee. Ich habe keine Leiter dabei, weil ich keine Baumwolle hatte. Weil ich keine Baumwolle hatte. Er wurde gewählt, um zu lenken, nicht um zu denken. Okay, habe ich jetzt überhaupt noch einen Platz frei im Inventar oder bin ich wieder komplett voll? Zwei habe ich noch frei, das heißt, ein bisschen können wir noch angeln gehen. Vielleicht fange ich an eine Makarele. Geht's hier lang? Hier geht's lang. Oha. Das ist echt schön. Ist schon voll schön gemappt hier, ne? Mit den ganzen. Was machst du da? Ich will auf diese Steine springen. Oh nein! Halt. Aha! Alkohol! Sieh dir das an. Sieht aus wie eine Flasche. Wo sie wohl herkommt? Vielleicht sollten wir Papa danach fragen. Aha! Würmchen. Und hier sind gemachte Steintreppen. Das heißt, hier hat auf jeden Fall schon mal jemand ein bisschen gebaut. Da sind auch wieder Steine zum Springen. Baumwolle da oben. Es sind auch mehr Steine zum Springen. Da ist eine Statue in der Mitte. Und eine Höhle. Der Wasserfall ist so laut! Warum? Warum muss der so laut sein? Oh. Papa hat gesagt, es ist gefährlich in der Nacht. Kann ich einfach angeln? Ah! Du musst direkt am Wasser stehen, um zu angeln. Verwende deine Angel, während du Köder in deinem Rucksack hast. Unterschiedliche Köder locken unterschiedliche Fische an. Du musst die Pfeiltasten drücken, um den Fisch zu fangen. Verliere dabei aber nicht die Zeit aus den Augen. Ah! Okay, das ist der Köder, den ich auswähle. Und man sieht dann sogar genau, was man kriegt, wenn man die Köder benutzt. Das finde ich aber sehr nice. Dann kann man zwar nicht so explorieren und so sich selber merken, was man da kriegt, wenn man welchen Köder benutzt. Aber kann ich mit leben. Wir benutzen einfach mal die Asseln, weil wir gerade zwei Asseln haben. Achso. Das ist ja easy. Ich würde gerne nochmal angeln. Kann ich nur. Warum kann ich nicht. Warum kann ich nicht nochmal angeln? Meine Angel kaputt oder was? Nee, Angeln ist hier. Essen. Kann ich nur einmal pro Angelplatz angeln oder wie? Das ist ja merkwürdig. Oh oh. Ich bin ganz nass und kalt. Sollten wir nicht besser nach Hause gehen? Oh oh. Geht es dir gut? Du siehst müde aus. Oh, es geht mir gut. Ich muss nur ein bisschen niesen, sonst nichts. Vielleicht wegen dem Regen. Wir sollten nach Hause gehen. Ich habe das Gefühl, dass ich krank werde. Noch nicht. Ich will noch mehr Dinge sammeln. Was Papa wohl sagt, wenn wir so nass nach Hause kommen. Ah, du hast recht. Er wird bestimmt wütend werden. Wir sollten noch ein bisschen warten, bis die Sonne uns getrocknet hat. Der Regen hört gar nicht mehr auf. Ich will nach Hause und heiße Suppe essen. Na gut. Papa kann nicht wütend auf mich sein, wenn ich krank bin, oder? Manchmal glaube ich, dass du echt dumm bist. Manchmal glaube ich, dass du dumm bist. Du bist dumm. Ah, du bist dumm. Okay. Aber ich will ja angeln. Mein Rucksack ist voll. Ach, okay. Na gut, 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 gut. Dann gehen wir halt zurück. Und kommen morgen wieder. Wenn wir getrocknet sind und es nicht die ganze Zeit regnet. Wow.
Okay, so viele Sequenzen. Wow, seht ihr all diese Glühwürmchen an? Ach, das sollen Glühwürmchen sein. Ach so. Sie sind wunderschön. Es ist ein völlig anderes Erlebnis, den Wald nachts zu erkunden im Vergleich zu tagsüber. Stimmt, man sieht so schöne Dinge. Ich frage mich, was wir sonst noch finden. Keine Ahnung, ich bin ganz schön müde. Ich auch. Ich sollte mit der Entdeckungstour aufhören. Ich sollte nach Hause gehen und mich um den Bauernhof kümmern. Ja, das werde ich auch machen. Nach Hause gehen und mich um den Bauernhof kümmern. Wenn du mich schon nachmachen musst, dann mach es wenigstens glaubwürdig. Du machst doch kaum etwas auf dem Bauernhof. Ich hätte nichts sagen sollen. Ich bin nicht müde. Ich will weiter Sachen entdecken. Und jetzt hast du deine Meinung auf einmal geändert. Warum hast du mich denn überhaupt nachgemacht? Wir gehen hier lang. Ich will nochmal in die Höhle reingucken. Bestimmt mega smart, in so eine dunkle Höhle reinzugehen mitten in der Nacht. Ist ja auch nicht, was da schief gehen kann. Okay. Nein, nicht die. Ich will keine. Nein. Scheint es jetzt. Ich weiß nicht mal, wo ich einen herbekommen soll. Gnadenmünze. Wieso hat uns die Götterstatue zu Hause noch nie danach gefragt? Gute Frage, ich weiß es nicht. Vielleicht finde ich eine, dann können wir sie dieser Götterstatue geben. Ja, wenn wir doch nur eine Gnadenmünze finden würden. Gut, dass ich das versehentlich angeklickt habe. Aber keine Ahnung, wo man eine Gnadenmünze kriegt. Wir haben die letzte vom Waschbären bekommen. Ach, guck mal, hier kann man noch nicht sehen, da sind die Wolken im Weg. Ich kann auf der Overworld Sachen sammeln? Ich werde wahnsinnig. Das Weizen. Nein, ich brauche das. Das ist natürlich cool. Ach, das ist so süß. Guckt euch das an, das ist so süß. Vater, wir kehren zurück. Habe ich noch Platz für den Apfel hier? Ja. Habe ich noch Platz für den Apfel hier? Ja. Habe ich noch Platz, um den Schafen und den Hasen und Hasen? Den Tieren was vorzusingen? Ja. Bling, 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 bling. Ich will euch ersingen. Ach, die Kühe sind so putzig, wenn sie schlafen. Deine Kuh liebt dich wieder mehr. Yay! Und die Kuh wird... Die Kuh da wird mir auch mehr lieben. Dann würde ich mir mehr Gold, Geld und mehr Milch bringen. Und eventuell auch mehr Haut. Wenn ich sie dann irgendwann ernten muss. Im Namen der Götter, versteht sie. Könnte man alles gar nicht mehr so ernst nehmen, wenn das alles auf Bayerisch oder so wäre. Oder, Gnade Gott, auf Sächsisch. Das machen wir nicht. Machen wir nicht. So, Vati. Vaterer. Bist du noch wach? Kann ich das nicht machen? Mehr Äpfel. Ich habe nicht genug Äpfel. Ich habe am See eine Flasche gefunden. Papa, schau mal, was wir am See gefunden haben. So eine merkwürdige Flasche. Sie sieht wirklich merkwürdig aus. Ja, sie schwamm auf dem See. Ich glaube, sie ist oben vom Wasserfall gekommen. Das ist wirklich komisch, einfach so eine mysteriöse Flasche zu finden. Ja, sie sieht nicht aus, als würde sie zu unserem Bauernhof gehören. Was glaubst du, wo sie herkommt? Ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß, dass es auf der Insel nichts anderes als Bäume und Gras gibt. Aber wo ist die Flasche dann hergekommen? Da fragst du den Falschen. Wo ist sie wohl hergekommen? Papa, wir haben in einer Höhle deine Götterstatue gefunden. Warum ist die dort? Damit wir unser Erntegeschenk bringen können, wenn wir am See Fische gefangen haben. Das ist alles? Es gibt viele Götterstatuen auf der Insel. Ich frage mich nur, warum diese Statue so weit von unserem Haus entfernt ist. Damit wir es leichter haben und unser Erntegeschenk in der Nähe des Sees abgeben können. Dadurch müssen wir den Fisch nicht nach Hause tragen. Macht Sinn, es wäre wirklich anstrengend, so viel Fisch nach Hause zu tragen. Ja, das wäre es. Ich bekäme Rückenschmerzen, wenn ich 10 Fische tragen müsste. Haha, ich auch. Warum bringst du den Göttern dein Erntegeschenk nicht am See? Ich bin mir sicher, dass ihnen das gefallen würde. Gute Idee. Tagebuch vervollständigt, okay. Ich habe den Göttern etwas angeboten. Papa will, dass ich zur Insel gehe und den Göttern unser Erntegeschenk bringe. Das sollte ich zuerst tun. Okay. Dann geht es tatsächlich um spezifisch die Insel im Norden. Ich dachte, es geht um irgendwelche Erntegeschenke, aber na gut. Ja, jetzt sind wir halt komplett voll gerade, aber das ist okay. Warum ist eine Götterstatue in dieser Höhle? Wieso ist in dieser Höhle eine Götterstatue?
Papa hat es uns doch schon erzählt. Sie ist dort, damit wir den Göttern schneller unser Erntegeschenk bringen können. Aber warum ist sie in der Höhle? Warum steht sie nicht am See? Ich weiß es nicht. Frag die Götter. Hey, sei lieb zu mir. Ja, ja. Hm. Die Götter sind mysteriös. Jupp. So, erstmal Inventory Management. Die Pilze werde ich jetzt akut nicht brauchen. Die Karotten werde ich nicht brauchen. Wolle werde ich nicht brauchen, wobei ich die wahrscheinlich wieder bald nutzen kann. Aber ich brauche auf jeden Fall ein größeres Inventar. Ich brauche am besten das größte Inventar, das ich haben kann. Wolleschnur und Eisenerz. Müsste machbar sein. Ich kann jetzt bestimmt noch irgendwas upgraden. Vielleicht was bauen? Küche? Nee. Seile? Nee. Nee. Irgendwas herstellen vielleicht? Ein paar Seile kann ich herstellen. Nein, nicht. Eine Leiter auf jeden Fall. Und dann wieder ein paar Seile. Sollte erstmal reichen. Dann kann ich ja das Seil wieder einlagern und das Brett einlagern und den Zweig einlagern und den Holzscheit einlagern. Und dann ist meine Truhe auch schon voll. Das ging ja erstaunlich schnell. Okay, wir müssen die Sachen mehr benutzen. Okay. Schlafen. Hoffentlich am nächsten Morgen wieder erwachen. Götter haben dich gesegnet. Danke, liebe Götter. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen wieder. Nee, nicht morgen. Wieso sage ich das immer? Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das ist mein Slogan. Ciao.